Okay. Geht es weiter so jetzt? Muss ich mich strecken? Ja, lasst uns zu Beginn der Predigt beten. Herr, danke jetzt für diesen Morgen, für das Dasein hier in deiner Gegenwart. Wir möchten dich jetzt bitten, dass du, Heiliger Geist, uns ein Herz gibst für dein Wort und ein Wort für unser Herz. Amen. Als Fußballer fallen mir gern Fußballbeispiele ein. Jetzt die Tage gelesen von Christoph Metzelder. Kennen die Jüngeren unter uns nicht mehr, aber der hat mal bei Dortmund gespielt, bei Real Madrid und dann bei Schalke und war Nationalspieler in Deutschland. Und er hat jetzt im Kicker, war ein Artikel von ihm drin, und da, der war überschrieben mit Christoph Metzelder erklärt Real Madrid. Also für die, die sich im Fußball nicht so auskennen, also Real Madrid ist sowas wie Ulrich Parzani in Deutschland unter den Evangelisten. Champions League, erster Platz. Also so. Real Madrid und Christoph Metzelder sagt, es geht um die Marke. Die wollen ihre Marke pflegen und das macht ja jeder BMW, guckt, dass die Marke immer bekannt ist und auch man die Marke auf den Markt bringt und eben gut wegkommt. Auch Nürnberg als Stadt guckt, dass sie eine Marke ist und wird für was Bestimmtes steht. Und Real Madrid im Fußball steht, das hat kein anderer Club, sie sind die Königlichen. Schon seit 50 Jahren ist es ein Traum. Also Kinder, ich denke mal, der Sebastian träumt wahrscheinlich ab und zu davon, vom Joachim, sein Sohn, dass er mal Fußballprofi wird, weil er gut spielen kann, ein Talent hat. Irgendwann denkt man vielleicht beim Club zu spielen oder bei Kräuter, je nachdem. Aber der allertiefste Traum, wenn du ein richtig guter bist, denkst, eines Tages bei Real zu spielen, bei den Königlichen. Wobei in Klammer gesagt, da die Südfranken in München im Moment ihnen den Rang abzulaufen drohen, dass die Bayern im Moment, will man auch nach München anstatt nach Madrid. Das ist was Neues. Also es geht um die Marke. Das ist das Stichwort. Wofür steht die Marke christliche Gemeinde? Wofür steht die Marke christliche Gemeinde? Für gute Unterhaltung? Für nette Menschen? Interessante Predigten? Tolles Kinderprogramm? Frisch duftenden Kaffee, leckeren Kuchen? Wofür steht die Marke christliche Gemeinde? Ich möchte heute Morgen mit euch zwei Bibeltexte lesen und anschauen, in denen uns gezeigt wird, worauf es Jesus bei seinen Nachfolgern und in seiner Gemeinde ankommt. Der erste Text ist Matthäus 28. Vielen unter uns bekannt, der Missionsbefehl oder Missionsauftrag am Ende des Evangeliums. Man sagt ja so am Ende, sagt man nochmal das, worauf es einem ankommt. Wenn jemand sich wo verabschiedet, dann sagt man im Regelfall nochmal das, was einem wichtig war. Man sagt es auch am Anfang, aber am Schluss möglichst auch nochmal, wenn man noch was sagen darf. Also am Schluss wird nochmal pointiert, das Wesentliche zusammengefasst und sagt einer, der geht, das hätte ich gern, dass das passiert, wenn ich weg bin. Missionsbefehl. Ich lese Matthäus 28 ab Vers 16. Aber die 11 Jünger gingen nach Galiläa auf den Berg, wohin Jesus sie beschieden hatte. Der Auferstandene war ihnen schon begegnet, hat gesagt, geht auf den Berg, da will ich euch wiedersehen. Als sie ihn sahen, fielen sie vor ihm nieder, einige aber zweifelten. Und Jesus trat herzu und sprach zu ihnen, mir ist gegeben alle Vollmacht im Himmel und auf Erden. Darum geht hin und macht zu Jüngern alle Völker. Taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Seid gewiss,
Ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Soweit dieser Missionsbefehl. Und da hätte ich jetzt gern die erste Folie. Es gibt in der Theologie sozusagen ein Fachwort und es heißt Missio Dei, ist lateinisch. Sagt aus, Mission ist nicht zuallererst Sache der Christen. Also es ist nicht zuallererst unsere Sache, die Mission, sondern zuallererst und zuallerletzt und am allermeisten ist Mission Sache Gottes. Missio Dei, die Mission Gottes. Es ist in Gottes Wesen angelegt, die Mission, nämlich dieses Hin zu den Menschen, dass Menschen Gott kennenlernen, Gott erfahren, Gott erleben. Ich möchte sozusagen über diese Predigt sagen, die christliche Gemeinde ist die Trägerin dieser Mission Gottes, der Mission Jesu. Christen und Gemeinde sind nicht die, die die Mission erfunden haben, die sie letztendlich auch nicht im allerletzten durchtragen müssen, aber die Gemeinde ist die Trägerin, hat diesen Auftrag anvertraut bekommen, dass durch die Gemeinde der Auftrag der Mission in dieser Welt geschieht. Gott wirkt durch die Gemeinde, Jesus durch seine Gemeinde. Es gibt einen Film, ich glaube schon mehrere Versionen, Mission Impossible, Mission sozusagen unmöglich. Jesus sagt hier Mission Possible. Mission ist möglich. Nun, wie geht's? Es gibt eine Studie in Deutschland. In Greifswald gibt es ein Institut für Evangelisation und Gemeindeentwicklung. Da ist ein Professor Michael Herbst und andere, die an diesem Thema arbeiten, also sozusagen auf so einer theologischen Ebene, zu sagen Mission, Gemeindeentwicklung, Evangelisation. Und die haben so eine Umfrage gemacht, haben was ausgewertet, eine Studie gemacht, nämlich die Frage, wie finden Erwachsene zum Glauben? Wie finden heute Erwachsene zum Glauben? Wir machen in den Gemeinden Kinder-Jugendarbeit und versuchen Menschen in jungen Jahren zu erreichen und das ist sehr gut, dass wir das tun, weil wir merken, später wird es immer schwieriger. A, sind die Leute inhaltlich mit anderen Dingen geprägt und unsere Informationsgesellschaft gibt Menschen so viel Information an die Hand, wo Leute ganz oft sozusagen innerlich schon so auf Abstand sind und alles hinterfragen und auch oft eher auch negativ schon eingestellt sind gegen Kirche und gegen das Christliche. Wenn man es nicht schon von Haus aus oder durch Gemeinde in jungen Jahren positiv kennengelernt hat. Es ist nicht leicht, wenn Menschen älter werden, mit ihnen in gute christliche Gespräche zu kommen oder sie zu gewinnen, dass sie auch in Gemeinde kommen oder dass Jesus nachfolgen. Dieser Studie wurde festgestellt, bei Menschen gefragt, die zum Glauben kamen, dass sie gemerkt haben, in der Mitte des Lebens gibt es einen relativ hohen Prozentsatz. Also, weiß ich, haben die 1000 Leute oder sowas gefragt und haben da gemerkt, es gibt in der Mitte des Lebens so 45 bis 50 sozusagen einen Knick nach oben, wo man feststellt, ah hoppla, in der Zeit, das sind relativ viele, die den Weg zur Gemeinde und zu Jesus gefunden haben, also die eine Bekehrung erlebt haben. Also es geht nicht bloß darum, mal ab und zu dabei zu sein, sondern bei dem, das passiert ist, dass Konversion heißt in dem Fall Bekehrung. Aber es wurde auch festgestellt, es dauert oft 3, 4, 5 Jahre, bis jemand mal bei einem Familiengottesdienst, Krabbelgottesdienst oder bei einer Freizeit, wo dabei ist und mal zu einem Gästegottesdienst kommt und vielleicht dann an einem Glaubenskurs teilnimmt und dann irgendwo innerlich das aber auch über Jahre sich entwickelt, wo Menschen dann irgendwann so weit sind, dass sie sagen, jetzt bin ich so weit, ich folge Jesus nach. Ich verstehe mich als ein Jesusjünger und ich gehe auch in die Gemeinde, gehöre zu einer Gemeinde. Es geht in den allerseltensten Fällen so, dass heute eine tolle Predigt ist und dann der Mensch bekehrt ist und dann sagt, gibt es auch ab und zu, aber heutzutage sagen sozusagen die, die das untersucht haben, immer weniger. Sondern es ist eher ein Weg, ein Prozess
Und es kommt ganz arg auf Beziehungen an, auf Menschen, die andere begleiten. Das nächste. Ich möchte von diesem Text her 5 Stichworte benennen. Es ist in diesem Text benannt, wer der Auftraggeber ist. Mission heißt ja auch Auftrag. Der Auftraggeber ist Jesus. Er ist der gekreuzigte und auferstandene Jesus. Hier tritt Jesus zu den Jüngern hinzu als der Auferstandene. Aber es ist ja auch der gekreuzigte, der mit den Wundmalen. Und das ist auch das Entscheidende, da kommen wir gleich noch drauf beim Inhalt, der gekreuzigte und der auferstandene Jesus. Die Auftragsempfänger, das sind jetzt die Jünger, die empfangen den Auftrag. Und das sind Auserwählte, Auserlesene, die besten 12 aus ganz Israel, mit der besten Rednergabe, mit der besten Vitalität. Die waren ganz clevere Leute. Ja? Es waren die besten 12 aus ganz Israel ausgewählt worden. Die hat Jesus genommen nach einem langen Castingprozess über 3 Jahre. Und die besten 12 hat er ausgewählt. Die waren im Glauben so stark nach diesen 3 Jahren, da konnte nichts mehr passieren. Er hat gesagt, so, ihr seid jetzt die ganz tolle Mannschaft und euch schicke ich jetzt raus und ihr macht es wie ich hier, ihr trainiert Leute, dass das auch ganz tolle Leute sind und wenn die ganz fit sind in ihrer Persönlichkeit, tipptopp, dann können die auch wieder losgehen. So ein Konzept kann man ja heute machen, ja? Macht man das heutzutage. Die Besten auswählen und die wieder trainieren, dass die wieder die Besten suchen und noch besser. Wir lesen hier in diesem Text, das sind 11 zusammen gewesen. Einer hat sozusagen den Abgang gemacht. Und 11 kommen da zu Jesus und es heißt von ihnen, als sie den Auferstandenen sahen, jubelten sie. Nein, sie zweifelten. In der Luther-Übersetzung steht, einige aber zweifelten. Wenn man es vom Griechischen genau übersetzt, steht nicht einige, sondern sie. Sie. Und ich verstehe darunter alle. Das waren Haufen zweifelnder Leute, die in ihrem Glauben nicht so sattelfest waren, dass alles für alle Zeit immer geklärt gewesen wäre. Und das ist für mich ein ganz, ganz, ganz großer Trost und eine Entlastung, eine Entspannung auch. Jünger, Menschen, denen Jesus diesen ganz kostbaren und großen und schweren Auftrag anvertraut, geht hin in alle Welt und macht Jünger. Das sind Leute wie wir, die auch Zweifel kennen. Zweifel heißt ja, man ist im Zweifel, stimmt's oder stimmt's nicht, so oder so, man ist so hin und her. Wenn man keine Zweifel hat, keine Selbstzweifel, dann ist man selbstgewiss, dann ist man überzeugt, überzeugend und dann kann man auch los. Zum Glück kennen wir das ja auch in unserem Leben, dass es das manchmal gibt, dass wir von was überzeugt sind und dann gehen wir auch los. Aber die Jünger waren hier zweifelnde Jungs. Und ich möchte uns das sagen, für uns als Trost, als Gemeinde Jesu, wir müssen nicht die starken Männer und Frauen sein, die in allem gut drauf wäre. Nein, wir sind, wie wir sind. Wir haben Zweifel, wir haben Schwächen und darin nimmt uns Jesus und wir müssen nicht die Voraussetzungen schaffen, sondern er schafft die Voraussetzungen. Er gibt den Auftrag, wählt Menschen aus, traut Menschen etwas zu. Ich denke, das wäre auch für die Mitarbeiterauswahl und Mitarbeiterbegleitung in der Gemeinde etwas Wichtiges. Menschen etwas zutrauen, etwas zumuten, anvertrauen, sie darin begleiten, aber nicht zu große Erwartungen im Voraus an sie zu haben. Also, sie aber zweifelten. Der Inhalt des Auftrages heißt, ja, geht hin. Das ist mir immer wieder so, das berührt mich immer wieder, weil wir weithin hat sich Kirche und Gemeinde in unserem Land dahin entwickelt zu sagen, wir machen Sonntagmorgens Veranstaltung und die gibt es ganz viel. Es könnten alle 80 Millionen in Deutschland in eine Kirche oder eine Gemeinde gehen. Es gibt so viele Gotteshäuser. Aber es kommen eben nur 2-3% Sonntagmorgens. Oder 4%. Und wenn man mit Menschen heute redet, ist
stelle ich fest, an vielen Stellen auch eher so eine Distanz, so eine Abwehr, und da gehen wir nicht hin, das wollen wir nicht, das brauchen wir nicht. Die es brauchen, sollen das ruhig machen. Aber ich bin ein anständiger Mensch, ich habe nichts ausgefressen, mir muss man nicht immer sagen, dass ich Sünder bin und dass ich dann zuerst wirst zum Sünder gemacht und dann kriegt man dir wieder die Vergebung. Also die Spielchen mache ich nicht mit. Ich bin ein aufrechter Mensch, hat niemand nichts groß Böses getan und komme schon mit dem Leben auch zurecht. Die Botschaft heißt, geht hin zu den Menschen und macht sie zu Jüngern. Und zu Jüngern machen ist etwas anderes als Kinder taufen und dann irgendwann, man gehört halt zur Kirche dazu. Jünger heißt ja, man wird Schüler von Jesus. Im Praktischen, im Matthäus-Evangelium hat Jesus den Jüngern die Bergpredigt ja beigebracht. Das wäre so ein Thema, die Bergpredigt kennen und leben und lehren, lernen, als Christen, als Jünger Jesu, mit der Bergpredigt umzugehen. Zum Beispiel, also geht hin, macht zu Jüngern, tauft sie, heißt im urchristlichen Sinn, in der ursprünglichen Situation hieß Taufe ja, das ist der Wechsel, der Herrschaftswechsel, dass ein Mensch in der Taufe gesagt hat, ich will mich taufen lassen, ich will die Herrschaft in meinem Leben wechseln, ich bin nicht mehr selber mein eigener Herr, sondern ich anerkenne, dass Jesus der Herr der Welt auch der Herr meines Lebens ist. Vorher kurz gesagt, das habe ich mit knapp 20 erlebt. Es war mir dann wichtig, nicht weil ich das unbedingt wollte, nein, weil ich in einer Lebenskrise war und mich Gott da gesucht hat, vielleicht sogar hineingeführt hat und mir da gezeigt hat, dass Fußball nicht die Lebenserfüllung ist, sondern Jesus die Lebenserfüllung und dass er der König ist im Leben. Und dann habe ich gesagt, okay, Jesus, dir gehört mein Leben. Dir folge ich, dir möchte ich gehören. Okay, wenn du jetzt gerade möchtest, dass Fußball wegkommt, okay, hänge ich meine Fußballstiefel eben an den Nagel, weil er der Herr ist und jetzt das Sagen hat. Bei anderen hat er es anders gemacht. Es ist auch bei euch so. Jesus führt auch jeden Menschen auf seine eigene Art und Weise und die Freiheit sollten wir Jesus und den anderen auch lassen. Dass der eine etwas tun darf und der andere vielleicht etwas nicht tun darf. Oder der eine etwas tun soll und der andere das nicht tun soll. Also Christsein und Nachfolge Jesu ist kein System. Sonst geht es um eine Beziehung zu Jesus, wo er der Herr ist und den Menschen führt. Schau, eine wunderbare Sache. Ich darf darin meine Individualität entwickeln. Er entwickelt mich zu dem, wozu Gott mich gemeint hat. Das ist ein spannender Prozess, macht große Freude und sind auch Herausforderungen, weil man manchmal auch seinen eigenen Weg gehen muss. Man darf ihn und man muss ihn dann auch gehen. Und manche andere schütteln vielleicht den Kopf oder würden einen gern in der Masse behalten, dass man es macht wie alle. Nein, Jesus führt auch jeden auf seine Weise. Die Adressaten sind ja alle Völker, da gibt es keine Ausnahme. Ich in meinem Leben habe entdeckt, Jesus sendet mich zu den Fußballern in einer ganz besonderen Weise, weil das ein Volk, eine Zielgruppe von Menschen ist, die weithin in Kirche und Gemeinde nicht vorkommt. Aber in Fußballvereinen in Deutschland, im DFB, sind 7 Millionen. In den Sportvereinen sind es 29 Millionen. Und die meisten Sportlerleute sind am Wochenende nämlich auf Sportplätzen, in Sporthallen oder am Fernseher. Und nicht in Gemeinden. Also der Sport als Zielgruppe, bei mir fokussiert auf Fußballer, ist eine ganz große gesellschaftliche Gruppe. Und wie die Caro vorher auch gesagt hat, Mission in Neuguinea und in Uganda ist auch wichtig. Und in Albanien. Aber unser Land und unser Volk hat in der Zwischenzeit einen Abbruch und auch einen Tiefstand an Kenntnis und an Bereitschaft, Jesus zu folgen und das Wort Gottes ernst zu nehmen. Ich glaube, wir müssen neu anfangen, auch in unserem Land Menschen einen Zugang zu schaffen zur Quelle. Aber es ist manchmal leichter, Menschen zu erreichen, die noch nie von nichts was gehört haben, als solche, die schon irgendwas mitgekriegt haben und sich aber aus dem Staub gemacht haben oder nichts mehr davon halten. Ein Bekannter von mir hat vor Jahren mal schon gesagt, ihm kommt es so vor, wie wenn in Deutschland viele Menschen so etwas wie eine Schluckimpfung des Wortes Gottes bekommen hätten. Man hat ein bisschen eine kleine Dosis gekriegt, dass die Widerstandskräfte in einem gestärkt werden, dass wenn der Stärkeerreger kommt, dass er einem nichts mehr antun kann. Viele Menschen haben ein bisschen was Christliches und ein wenig was von Bibel und Glaube mitgekriegt. Es hat sie aber innerlich resistent gemacht.
Weil sie nämlich zu schnell schon sagen, nee, wenn es um die wirkliche Wahrheit geht, ums Kreuz und die Auferstehung, dann sagen, nee, davon wollen wir nichts wissen. Das war mal, das ist von vorgestern. Also die Adressaten, Menschen unserer Zeit. Der Begleiter, das ist auch das Tolle, am Schluss heißt es hier, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Ich möchte euch von einer Bekannten erzählen, die Bärbel, die war mit mir vor über 20 Jahren das erste Mal auf einer Jugendfreizeit, waren wir in der Tarnschlucht mit Teenagern, war sie 17, 18 Jahre alt, waren noch ganz unerfahren als Mitarbeiterin, aber sie war irgendwie glücklich, dass sie auch mit dabei sein durfte. 2 Jahre später war sie wieder dabei, waren wir in Norwegen auf einer Freizeit, ist sie so mit reingeschlupft, auch noch in die Küche als Helferin. Also war keine so, wo man sagen konnte, ja, das war eine warme Mitarbeiter, auf die konntest du dich verlassen, die hat die Bibelarbeiten gemacht oder sowas, ein bisschen ein Hühnchen und so weiter. Aber die Bärbel hat sich gemausert, weil in ihr Herz ist etwas reingekommen, nämlich die Liebe zu Jesus und auch zu jungen Menschen. Sie war ursprünglich, hat sie eine Ausbildung als Kauffrau gemacht, Industriekauffrau, hat ihr dann irgendwie auf Dauer nicht zugesagt, hat dann irgendwann noch studiert, Realschullehrerin, hat da gearbeitet, dann ist sie mal ein Jahr lang nach Albanien mit einer Gruppierung und hat da so ein missionarisches Jahr gemacht, wieder zurück in ihren Beruf. Und irgendwann, die letzten Jahre, hat sie das irgendwie nicht mehr in Ruhe gelassen und hat auf einmal das ins Herz gekriegt, ob Albanien nicht ihr Platz ist, wo sie in die Mission geht. Sie ist auch sportlich talentiert, hat bei Sportler ruft Sportler so im Tanzteam mitgemacht und hat dann die letzten, vor 2 Jahren etwa, hat sie Aerobic-Trainerin gemacht, eine Ausbildung, so ja, Grundkurs, Aufbaukurs, irgendwas, um in Albanien jungen Menschen, besonders auch jungen Frauen, im Grund Aerobic, Tanz, Gymnastik, durch dieses Element auch zu dienen. Und ihnen zu dienen, ihnen die Liebe Gottes nahe zu bringen. Sie hat in ihrem Rundschreiben im letzten halben Jahr mal geschrieben, von einer jungen Frau, Muslimin, die auf dem Dorf irgendwo zu Hause war, dann kam sie mal in die Stadt, hat dort studiert, hat aber keinen Arbeitsplatz gekriegt, musste wieder ins Dorf zurück. Und das sind zum Teil anarchische Zustände, wo die Frau, wo sie studiert hatte, mit ihren 24 Jahren eigentlich nichts gilt. Im islamischen Zusammenhang etc. und so weiter. Jetzt bezeugt sie, begleitet sie diese junge Frau und versucht ihr auch die Liebe Gottes nahe zu bringen. Im Alltag, nicht durch Predigten, sondern in der Beziehung. Die nimmt an ihrer Sportgruppe teil und so weiter. Also dient ihr durch ihre Gaben, die sie hat, im Alltäglichen und da lebt sie jetzt. Mission. Ich glaube, wir brauchen ein Herz, das von Jesus berührt ist, dass wir Mission jetzt nicht hören, als jetzt sollten wir aber mehr machen. Vielleicht kommt es bei euch jetzt so an. Wir sollten mehr. Wir haben in Kadolsburg, wo ich für 7 Jahre war, mal so uns auch über unsere Werte, die es in der LKG gibt und so, mal Gedanken gemacht und gesagt, was ist uns von den 10 Leitsätzen, wie wichtig hat jeder, wir waren 20 Leute etwa, so aufschreiben können von 1 bis 10, wie wichtig ist mir die Bibel, wie wichtig ist mir der Gottesdienst, wie wichtig ist mir das Verhältnis zur Kirche, wie wichtig ist mir das Geld geben, wie wichtig ist mir Mission. Also bei allem durfte jeder für sich sagen, 1 bis 10 ankreuzen, zack, 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 haben wir ein bisschen ausgewertet. Dann kam bei Mission heraus 9,7 oder sowas. Also von allen, die da waren, haben fast alle den Wert 10 angegeben und gesagt, Mission ist mir so hoch wichtig, also höher geht's nicht. Hey, super. Und dann haben wir eine zweite Runde gemacht zu all diesen 10 Werten, nämlich nicht wie wichtig ist mir's, sondern wie sehe ich die Realität in unserer Gemeinde. Jetzt magst du da, ob das immer die Wirklichkeit ist, ist immer sehr subjektiv. Aber von 20 Leuten, was schätzt ihr, was der Wert im Durchschnitt war? Also bei dem, wie wichtig ist uns, war 9,7 der Durchschnitt. Was denkt ihr, wie die 20 Leute das in ihrer eigenen Gemeinde angeguckt haben und erlebt haben, wie sie das bewertet haben? Sehr tief.
Ganz so tief war es nicht, aber es war unter 4. Jetzt sage ich das nicht, weil ich jetzt die LKG Kadolzburg hier madig machen will. Das ist überhaupt nicht mein Interesse, sondern das ist die Wirklichkeit auch manchmal in unseren christlichen frommen Kreisen. Wir denken Mission, wir sollten, und es ist uns auch irgendwo wichtig, aber die Wirklichkeit ist irgendwo, erleben wir eigentlich bei der Gemeinde und bei uns persönlich unbefriedigend. Das ist dann so eine Diskrepanz und das schafft oft ein schlechtes Gewissen. Man sollte, man müsste, aber das hilft nicht weiter, weil das oft bloß unseren Kopf erreicht und dann man denkt noch, na, ich bin ein schlechter Christ, das kann noch das Endeffekt dabei sein. Ich möchte einen zweiten Text euch lesen, weil uns da eine Spur gezeigt wird, wo vielleicht von innen her bei uns was sich verändern kann und erneuern kann. Und ich kann bloß aus dem eigenen Leben sagen, das ist kein Status, den man mal erreicht und sagt, jetzt habe ich aber missionarische Leidenschaft und die hält dann 50 Jahre an. Nee, das ist immer auch letztendlich von der Beziehung zu Jesus abhängig und von dem, was in meinem Herzen auch ist. Ich möchte uns lesen aus Matthäus 9. Da geht es auch darum, eigentlich auch ums Thema Mission, überschrieben die große Ernte. Jesus zog durch die Städte und Dörfer, lehrte in ihren Synagogen, verkündete das Evangelium vom Reich, heilte alle Kranken und Leiden. Als er die vielen Menschen sah, hatte er Mitleid mit ihnen, denn sie waren müde und erschöpft wie Schafe, die keinen Hirten haben. Das sagte er zu seinen Jüngern: Die Ernte ist groß, aber es gibt nur wenige Arbeiter. Bittet also den Herrn der Ernte, Arbeiter für seine Ernte auszusenden. Mission braucht die Herz-Jesu-Gesinnung. Wie kriege ich die Herz-Jesu-Gesinnung? Ich merke, ich bekomme diese Gesinnung am stärksten dadurch, dass ich das Herz-Jesu für mich verspüre. Dass ich das, was von Jesus hier geschrieben ist, dass ich das in meinem eigenen Leben erfahre, dass er mich ansieht und dass er mich nicht verklagt, dass er mich nicht belehrmeistert, dass er mich nicht scheucht und treibt, sondern er sieht mich. Und hier von den Menschen heißt es, ja, sie waren wie Schafe ohne Hirten, sie waren etwas orientierungslos. Menschen ohne Gott sind im allerletzten, im tiefsten, ohne letzte Orientierung, ohne letzten Sinn. Sie waren krank, leidend, darniederliegend am Boden. Und für mich ist immer wieder neu das wichtig, dass ich auch das Jesus selber hinhalte und dass ich Jesus darin erfahre, auch in meinen Niedergeschlagenheiten, dort wo ich am Boden zerstört bin, dort wo ich nicht mehr kann, dort wo ich erschöpft bin. Wir haben ja heute eine moderne Krankheit oder eine Wirklichkeit, beschreibt ja nur so etwas, man redet heute ganz viel von Burnout. Erschöpft sein, nicht mehr können, einfach ich mag nicht mehr, ich kann nicht mehr. Und jetzt nicht bloß, weil man halt einmal müde ist, sondern weil sich das über längere Zeit sieht, weil man so irgendwo so wird depressiv oder ist depressiv und hat Depressionen und all die Dinge. Unsere Zeit, die, sagt man auch, die Funktionalisierung unserer Welt. Du bist eine Funktion und wenn du nicht mehr kannst, kommt der Nächste. Das führt mit dazu, dass wir als Menschen auch erschöpft werden. Es gibt sicher viele Gründe. Aber Jesus sieht das und Jesus sieht mich und dich in deiner Erschöpfung, dort wo du da niederliegst. Und er sieht dich mit der Liebe des himmlischen Vaters an. Das heißt hier, als er sie sah, jammerte es ihn. Er hat Mitleid gefühlt. Es hat seine Emotionen erreicht, wirklich seine Gefühle, hat es gespürt in sich, als er diese Menschenmenge vor sich sah. Das hat ihn nicht kalt gelassen, sondern es hat sein Herz berührt. Da hat er mitgelitten, dass er Menschen sah, die in ihrem Leben gelitten haben. Und
Da bin ich froh, dass wir einen Herrn und Heiland haben, der mit uns leiden kann, wie es im Hebräerbrief mal heißt. Der mit uns leiden kann, weil er Mensch geworden ist, wie wir. Er ist nicht ein Gott, der oben drüber geblieben ist, sondern er ist Mensch geworden, hinein in das Menschsein und kann uns verstehen, kann mit uns fühlen. Er hat sich erbarmt, das hat ihm den Magen umgedreht irgendwo, es hat Magenkrämpfe gegeben. So hat ihn das körperlich mitgenommen, was er an Not bei anderen gesehen hat. Und das im eigenen Leben zu erleben, dass Jesus sich über mich erbarmt, dass Jesus mit mir mitfühlt, dass Jesus mit mir leidet, das kann auch mein Herz berühren und verändern, dass mir auch etwas zufließt von seiner Art, nämlich auch mit anderen Menschen mitzufühlen und mitzuleiden. Dass ich als Christ nicht oder als Missionar nicht so daherkomme und sage, ich weiß, was das Richtige ist und ich weiß, wie es richtig geht und ich sage dir das jetzt und so. Das hilft den Menschen nicht wirklich, ihnen die Wahrheit halt zu sagen, irgendwo die Bibel vor die Nase zu halten oder sonst was. Sondern diese aufsuchende Liebe, diese hingehende Liebe, die den Menschen versucht zu verstehen und auch mit ihm zu fühlen und mit ihm zu leiden und ihn darin anzunehmen. Und das können wir bei Jesus lernen für uns selber, aber auch dann für andere. Und ich finde es spannend in diesem Text, als Jesus diese große Menschenmenge sieht. Es gibt noch eine andere Stelle in Johannes 4, wo es ähnlich ist. Da sagt Jesus plötzlich, das ist Ernte, Leute, Jünger, das ist Erntesituation. Die Not der Menschen ist die Zeit der Ernte für Gott. Ernte heißt, alttestamentlich war Ernte eher Gericht, aber hier wird Ernte nochmal neu verstanden, nämlich das Sammeln der Menschen hin zu Gott, zum großen, guten Hirten, dass sie ihn finden und mit ihrer Not bei ihm ankommen und bei ihm Kraft, Stärke, ja, Zuwendung erfahren. Ernte ist ja was Schönes, oder? Wer hat den Sommer schon mal was geerntet? Ja. Ich erinnere mich, vor Jahren haben wir in Künzelsau gewohnt. Da haben wir hinterm Haus so ein bisschen eine Hecke gehabt. In einem Jahr hat es sich dann gezeigt, dass es Brombeeren sind. Da hingen massenweise Brombeeren dran. Und ich erinnere mich, wie ich da mal an einem Nachmittag raus bin bei schönem Wetter und habe Brombeeren gepflückt. Das war eine Lust zu ernten. Ernte kann Freude machen. Mission kann Freude machen. Zu Menschen zu gehen, die Jesus nicht kennen. Mitzuerleben, dass ein Mensch den Weg zu Jesus findet. Vielleicht über 3, 4, 5 Jahre, aber das mitzuerleben, das ist Freude. Ich erinnere mich, eine Schulkameradin, habe sie eingeladen zu einer Evangelisation und nicht mit Schlimmem gerechnet irgendwo. Man tut es halt auch mal, weil es immer irgendwie auch wichtig war. Jetzt hat sie sich an dem Abend tatsächlich bekehrt. Das war unglaublich. Die ist, als der Evangelist vorne seine Predigt durch hatte und sagte, also Einladung zur Übergabe an Jesus, wer das möchte, soll jetzt sitzen bleiben und hinterher spricht noch und gibt noch eine Hingabe, ein Übergabegebet. Und irgendwie merkte ich, dass die neben mir da irgendwie so, glaube ich, angesprochen waren. Und fragte sie, ja, willst du da bleiben? Ja. Ach, so gut, bin ich mit dabei geblieben. Hat sie Jesus ihr Leben übergeben, hat mit ihm angefangen zu leben. Toll, das mitzuerleben. Das ist aber ein Geschenk Gottes, wenn es passiert, aber ich habe erlebt, es ist eine ganz, ganz große Freude. Und das wünsche ich uns, dass wir das in Blick bekommen, dass Menschen um uns her, die Jesus nicht kennen, dass sie Menschen brauchen, die es ihnen sagen. Es gibt ein altes Lied, vielleicht ist es hier auch bekannt. Menschen müssen Menschen sagen, dass Gott alle liebt. Dass es einen Weg aus Schuld und Elend gibt, genau, ja. Die Menschen, die zusehen, die, da müssen wir vielleicht auch in Ruhe lassen, aber es gibt auch Menschen, die sehnen sich. Aber sie wollen vielleicht nicht unbedingt in unsere Kreise kommen. Ich sage jetzt gerade diese Schulkameradin, die hat sich bekehrt, zum Glauben gekommen, ging in die Kirche, ging dann auch irgendwann in den Hauskreis von einer frommen Gemeinde und sie hat nach einigen Jahren hat sie gesagt, ich gehe nimmer hin, es ist so eng da drin,
die wollen immer alle Recht haben, die wollen mir immer sagen, wie ich glauben soll. Das gibt es auch und das suchen die Menschen heute nicht. Und dann ziehen sie sich wieder zurück und sagen, hab's schon mal probiert, aber nee, danke. Lasst uns hier auch in unseren Kreisen oder wo wir Menschen einladen, hier auch nochmal offener werden, Menschen auch eine Atmosphäre zu schaffen, wo sie sein dürfen und dass wir ihnen nicht zu schnell immer sagen, wie sie alle richtig glauben sollen. Ihnen Jesus lieb machen, die Liebe nahe bringen und darauf vertrauen und auch dafür beten, dass Gott an ihnen wirkt. Das kann Freude machen, es ist Freude im Himmel und auf Erden, wenn ein Mensch umkehrt zu Gott. Ja, und ein letzter Gedanke an dieser Stelle. Große Ernte, wenig Mitarbeiter. Wer soll die ganze Ernte einfahren? Wie ist das heute? Mission nicht in Uganda, nicht nur in Albanien, sondern auch in Nürnberg. Nürnberg hat 500.000 Einwohner, ich glaube 300 Gemeinden. Da kann ganz viel passieren und da geschieht auch ganz viel. Lassen wir uns selber von Gott unseren Platz zeigen, wo Gott uns will und braucht. Ich habe für mich meine Berufung entdeckt, deshalb bin ich aus dem Predigerberuf so jetzt auch raus, um als Missionar unter Fußballern zu leben und zu arbeiten. Das ist vordergründig, aber ich halte jetzt hier nicht auf dem Sportplatz Predigen, sondern es geht ganz viel um dort sein, wo die Leute sind, Beziehungen aufbauen, Vertrauen aufbauen, machen mal ein Fußballcamp. Ich träume von einem Fußballergottesdienst in Nürnberg, aber das ist noch nicht so weit, wo man Gottesdienst gestaltet, dass er Fußballern schmeckt. Der Raum so gestaltet ist, die Sprache so ist und so weiter. Wo ist unser Platz? Wo braucht Jesus dich? Frag ihn im Gebet. Frag Geschwister, Leute in der Gemeinde, die mitverantwortlich auch überlegen, wo hat jemand seine Gaben, wo könnte sein Platz sein? Und lasst uns solche Menschen sein, wo Jesus sagt, bitte den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte sende, dass wir auch darum beten, dass das Missionarische nicht an die Missionare delegiert wird, die dann irgendwo hingehen oder an die Prediger, sondern Mission oder Evangelisation ist nicht Veranstaltung, sondern eine Lebenshaltung, eine Einstellung, dass Jesus durch mich zu den Menschen will. Und dieses Beten um Arbeiter möchte ich euch auch ans Herz legen. Der Joachim hat es gerade hier schon gesagt, wenn wir jetzt in dieser Woche in Boxdorf auf dem Sportplatz sind, das ist Missionsarbeit, das ist Missionsgebet. Wir sind auf einem Platz, wo sonst gewiss nicht gebetet wird oder Gottes Wort gesprochen wird. Wir werden auch Anfechtungen und Schwierigkeiten haben. Wir haben schon manche Dinge oder die Herausforderung, wenn da jetzt plötzlich in dieser Woche da 100 Flüchtlinge hinkommen. Ich bin da auch offen dafür, weil es ja auch eine große Not ist. Vielleicht will Gott uns gebrauchen, den Menschen zu dienen. Aber das kann für unser Camp auch ganz schwierig werden. Wir brauchen Begleitung im Gebet. Mission geht nicht ohne Gebet, als Unterstützung von betenden Menschen. Das sagt hier Jesus und ich möchte es euch auch ans Herz legen. Und lassen wir uns von Jesus damit hineinnehmen, immer wieder neu, dass er uns an sein Herz zieht, dass wir bei ihm seine Barmherzigkeit erleben und dass wir aus erfahrener Liebe und Barmherzigkeit auch selber fähig werden, mit Menschen barmherzig umzugehen und ihnen die Liebe Gottes nahebringen, so wie es uns möglich ist und so wie es auch den Menschen passt. Herr, nun segne du dieses Wort an uns allen, lass es in uns Frucht bringen. Amen.